Was geht ab, Leute, und willkommen zu einem neuen Video. So, hier in diesem neuen Video zeige ich euch noch den funktionierenden, sehr schnellen, sehr leichten Geldglitch. Und er ist nicht solo, leider nicht. Ich könnte halt wirklich in kürzester Zeit sehr viele Garagen vollbomben mit. Natürlich am besten den Winnie Easy Classic. Dieser Glitch ist nicht solo. Ihr benötigt natürlich einen Kumpel dafür. Und ihr müsst hierfür leider auch noch im Teleport-Glitch sein, ja. Ich werde auf jeden Fall das ins angepinnte Kommentar, den Link von diesem Video vom TP-Glitch, der ja immer noch funktioniert, einfach reinbrettern. Und da könnt ihr auch noch sehr gerne diesen Glitch mit eurem Kumpel machen, ja. Ihr könnt auch von mir aus beide im Teleport sein, ja. Ich bin sowohl mit diesem Spieler, ja, hier links oben könnt ihr lesen, Editor, sowohl auch mit dem anderen Spieler von mir auch noch im Editor drin. Aber euer Kumpel muss ja nicht zwingend für diesen Glitch im Teleport sein. Okay, so. Ihr seht schon, ich habe gerade eben innerhalb von ein paar Minuten die ganze Garage hier mit Winnie Easy Classics dupliziert. Und auf jeden Fall muss dieses Auto, wie ihr seht, habe ich mein G-Twist iFruit-Kennzeichen drauf. Und das Auto muss auf jeden Fall eins drauf haben. Okay, dann jedes Duplikat hier von diesem Auto wird dann auch das iFruit-Kennzeichen so übernehmen. Ihr seht es, jedes von denen hat mein iFruit-Kennzeichen, ja. Deswegen, falls ihr keine erstellen könnt oder keine habt, ist der Glitch halt einfach nicht zu empfehlen, weil das werden dann einfach nur dreckige Duplikate. So, ihr könnt natürlich auch noch den LG Retro Custom für diesen Glitch nutzen, aber die beste, bitte dupliziert keine, was weiß ich was, T20 Autos oder Vigilante Deluxus und so, das bringt alles nichts, ja. Das ist einfach die beste Karre zum Duplizieren. Okay, so. Des Weiteren klappt es, glaube ich, mit jedem Apartment auf jeden Fall hier mit einer 10er sowieso, ja. Lobby bezüglich ist eigentlich egal, in welcher ihr seid, funktioniert, glaube ich, in jeder Lobby. Okay, die Garage habe ich schon mal gemacht. Wir werden jetzt einfach mal hier die nächste machen. Man kann hier wirklich in schnellster Zeit sehr viele Autos machen. Also apart vom Kumpel werde ich auch noch kurz zeigen. Ich renne mal hier kurz in die nächste rein. In Penthouse 2 habe ich hier schon ein Winnie Easy Classic bereitgestellt. Und Rest müsst ihr halt wirklich komplett voll einfach mit RH8s machen. Immer, egal wo, muss immer jedes Mal die Garage komplett voll sein. Ihr seht es, okay? So, Moment mal. Part vom Kumpel. Ich renne mal hier kurz raus aus der alten Bude. So, also. Ich nehme jetzt einfach da hinten den Winnie Easy Classic, ja. Steig in den ein. Der hat ein iFruit-Kennzeichen, sehr gut. Steig ein, fahre raus. So. Ich kann eigentlich jetzt schon rechts oben den Part vom Kumpel auch einblenden. So, er steigt halt einfach bei euch ins Auto ein. Okay, so. Und dann drehe ich einfach um, fahre mit Kumpel hier in die zweite Garage halt rein, da wo meine kostenlosen R8s natürlich drin sind. So, okay. Seid ihr gemeinsam hier drin, könnt ihr einfach einsteigen. So, seid ihr drin, drückt ihr die Optionstaste X, Touchpad und dann teleportiert ihr euch einfach hier mit dem TP-Glitch einfach so vor die Garage. So, beim Kumpel verschwindet das Auto, ja. Ihr seht es, ich bin jetzt mit dem Winnie Easy Classic draußen. So, fahre jetzt natürlich in die Zweier Garage wieder rein, von wo ich ihn geholt habe. So, hier, du musst die Fahrzeugvollmeldung natürlich hier annehmen. Ja, die nehme ich auch an. Und dann seid ihr hier einfach nur in einem schwarzen Bildschirm. Okay, dann musst halt einfach rechts oben, Kumpel, seht ihr, ihr geht einfach nur raus aus eurer Garage. So, wenn er dann draußen ist, seid ihr dann entfroren. Und dann könnt ihr diesen, beziehungsweise dieses Duplikat vom Winnie Easy Classic einfach auf einen kostenlosen RH8 setzen. Nichts besonderes Schwieriges dran. Wie gesagt, man benötigt halt hier für diesen Glitch nur den Teleport-Glitch. Ja, ohne den wird es nicht funktionieren. Hier setze ich einfach auf irgendein RH8 einfach hier neben den dran. Und das war's auch schon, ja. Hier schon die zweite Kopie. Die hat natürlich auch das iFruit-Kennzeichen drauf. So, und meine Winnie Easy Classics, die sind auch 1,5. Ich habe jetzt hinten den Mörser nicht dran, 1,6, 1,7. Mit Mörser sind die fast 1,8 wert, ja. Warum viele einen Wert von 1 Million haben, weiß ich nicht. Vielleicht was Falsches getuned oder so, keine Ahnung. Ich habe das auf jeden Fall nicht.
So, jetzt hole ich noch hier schnell nochmal den Kumpel ab. Part von ihm, zack. So, ich kann eigentlich seine Aufnahme stoppen. Das ist eigentlich voll einfach. Ihr habt ja gesehen, was passiert. So, also Aufnahme stopp. Jetzt kann er einfach wieder. Ihr seht es, er steigt ein. Dann fahren wir wieder gemeinsam rein. Oh, das ist jetzt hier ein bisschen kritisch, aber für den Fun-Faktor nicht schlecht. So, passt. Okay, fahren wir gemeinsam rein. Ich kann auch eigentlich in die nächste Garage reinfahren. Das ist egal, ja. Ich kann auch einfach hier in Penthouse 3 reinfahren. Die ist auch voll, nehme ich auch an. Weil da werden eh nur RH8s bei mir drin sein, ja. Also es funktioniert eigentlich ganz easy. Also ich kann es auch hier weitermachen. Platziere ich jetzt einfach dahin. Seht ihr? Ich mache jetzt einfach hier in der 3er Garage, mache ich einfach das nächste ein Duplikat. So, einsteigen. Ich teleportiere mich jetzt dann hier wieder raus. Zack. Jetzt bin ich halt in der 3. Garage. Passt auf, da wird es jetzt auch 2 Winnie Easys geben. Penthouse 3. Vollmeldung annehmen. Hier im schwarzen Bildschirm kann dann Kumpel einfach raus aus dieser Garage. So. Bin raus mit Kumpel. Und dann solltet, wenn er aus der Garage raus ist, solltet ihr eigentlich dann hier aus dem schwarzen Bildschirm befreit sein. Und dann platziere ich einfach hier wieder den Easy hier einfach aufs nächste Auto. Boom, das war's. Ja, so kann ich echt ultra schnell alles voll machen. Und wie gesagt, es müssen halt wirklich iFruits drauf sein. Und macht das am besten nur mit dem Winnie Easy, okay? So, ich denke, das war's auch hier schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch getaugt. Lasst mal ein Like da und ich denke, natürlich hören wir uns mit dem nächsten Video. Peace!